Willkommen zurück, mein Name ist Marius Ebert und wir sind in einer kleinen Videoserie entspannt in die Prüfung. Und der nächste Tipp, den ich Ihnen geben möchte, heißt: Sorgen Sie für seelische Ausgeglichenheit, und zwar je näher die Prüfung rückt. Das ist meine Empfehlung für Sie. Schließen Sie die Lernphase irgendwann ab, und zwar spätestens einen Tag vor der Prüfung. Sie haben Ihre Lernphase. Und dann sorgen Sie in dieser Phase, und ich würde diese Phase ansetzen auf 1 bis 2 Tage, mindestens einen Tag, besser 2 Tage, sorgen Sie für Ihre seelische Ausgeglichenheit. Sport, Sauna, Konzert, Theater, was Ihnen gefällt, was Sie entspannt, und dann gehen Sie in die Prüfung. Das ganze Lernen in dieser Phase hier nützt Ihnen nichts, wenn Sie nicht die seelische Ausgeglichenheit haben, um die Informationen abzurufen. Okay, im nächsten Video kümmern wir uns um das nächste Thema, nämlich Gerüchte und Horrorgeschichten, von denen es reichlich welche gibt, vor allem bei einer mündlichen Prüfung. Mein Name ist Marius Ebert. Schauen Sie auch mal in meinen Shop, der immer weiter wächst. spaßlerndenk-shop.de. Effizientes Lernen, Lernhilfen, würde mich freuen. Vielen Dank, mein Name ist Marius Ebert.